Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, die Königin der Kirche. Ich begrüße euch wieder ganz herzlich auf meinem Kanal. Und ganz besonders begrüße ich heute für den 16. bis 30. April die Feuerzeichen Löwe, Schütze, Widder. Bitte habt Verständnis, dass ich jetzt nicht ab 15. speziell die Zeichen machen konnte. Dann beginnen wir doch einfach mal ab den 16. So, lieber Gott, wer darf hier heute angesprochen werden? Für meine lieben Zuschauer, für meine lieben Abonnenten und ganz speziell für meine lieben Feuerzeichen heute. Was darf ich heute Schönes erzählen für die kommende Zeit? Was könnte hier wichtig sein? Oh, Königin, du und deine Ordnung, ne? Ja. Für meine lieben Feuerzeichen, gib mir mal bitte eine Message, was ich hier legen darf. Was für die kommenden 14 Tage? Okay. Okay, okay, okay. Seht ihr das? Ja. Ihr seht das, das Licht mal noch ein bisschen. So, und dazu nehme ich jetzt noch eine große Arcana-Karte. Was ist denn hier so der Hauptflow? Die kommenden 14 Tage. Was ist hier so der Hauptflow für euch? Okay. Oh, zwei sogar. Dann nehme ich die. Zwei sogar. Wow, wir haben die Mäßigkeit und wir haben die Liebenden. Ja, du Feuerzeichen. Feuerzeichen, Feuerzeichen. Pass auf, die kommenden 14 Tage. Ja, ist es so, dass du das Gefühl hast, irgendjemand verdreht hier jämmerlich die Wahrheit. Irgendwas stimmt nicht. Ja, irgendwie ist das alles nur dummes Geschwätz. Und das ist eine Energie, wo du dir dann wirklich sagst, weißt du, es ist aber auch so schweren Herzens, weil hier ist eine Angelegenheit, die lag dir schon am Herzen. Oder eben auch generell eine Person, die lag dir am Herzen. Das ist eine Sache, wo du immer mehr das Gefühl bekommst, ich sollte wirklich hier auch gehen. Ja, ich sollte das verlassen. Weil hier dreht dir jemand die Worte im Mund um, das ist nicht mehr feierlich. Ja? Und hier ist es so, dass du tatsächlich aber auch gleichzeitig eine bereichernde Begegnung haben wirst, wo hier jemand dich ehrlich wertschätzen möchte. Das heißt, das Karma schlägt so ein bisschen zu, mein Engelchen, für jemanden, der nur Dünnes erzählt. Ja, nur Dünnes erzählt und das wird dir immer klarer und du denkst dir, meine Fresse, wie kann man nur so die Worte hier umdrehen und das so für sich lenken, ey, das gibt's nicht mehr, ne? Und du willst hier immer mehr eine ehrliche und wertvolle Geste, die hier auch auf dich zukommt, also Du willst halt bestimmte Gelegenheiten, die handfest sind. Etwas, was du greifen kannst. Ja? Du willst etwas Konkretes. Du willst etwas Konkretes von jemandem erhalten, erhältst es aber nicht als nur irgendwie so ein Scheiß, als würde das jemand das alles nur zugunsten für sich wenden. So, dementsprechend wendest du dich die kommende Zeit wirklich ab. Weil auch hier habe ich, du möchtest wieder mehr den Fluss des Lebens mitschwimmen. Du willst wieder mehr Gleichgewicht haben in dein Leben. Und du willst auch irgendwo, du hast hier Bock auf eine feste Partnerschaft, auf eine feste Verbindung. Aber diesmal eben eher nach deinen Spielregeln. Ja, ich habe hier die Liebenden, weißt du, da geht es auch um eine Entscheidung, die du triffst. Dir wird hier auch viel klar. Und dass du dummes Geschwätz und Verdrehungen nicht mehr nötig hast. Und du möchtest einfach, irgendwie kommst du in so eine Energie,
die kommenden 14 Tage, dass du nur noch auf handfeste Dinge baust. Auf Dinge, die du sehen kannst, auf Dinge, dass hier wirklich jemand an sich arbeiten kann, auf jemanden, der sich hier auch Mühe geben kann und vielleicht hier nicht nur du. Ja? Und ja, ich habe so das Gefühl, Schütze, Löwe, Widder, es ist irgendwie so, als ob das Leben für dich spricht, weißt du, weil die Temperance, die Harmony, der Frieden, so die Wasser des Lebens ist das ja auch, ne? Die möchten dir hier auch in der Liebe noch ein bisschen was Schönes bringen, habe ich so das Gefühl. Und auch wenn du hier einen schweren Aufbruch machst und nicht weißt, wo das Ganze hinführt, wenn du dich hier alleine irgendwie verpieselst aus einer Situation, kommt ja plötzlich irgendetwas Schönes. Also das heißt, für euch heißt es, Karma schlägt zu. Was Schönes, ja? Du wirst die kommende Zeit mehr Zeit mit deinen Freunden verbringen und über die Situation reden. Also du wirst offener werden dafür, dass du dir die Dinge mehr aus der Seele sprichst. Und weil ich habe dich ja hier traurig, mein Engel. Und irgendein Freund, irgendeine Freundin wird hier weiterhin auch an deiner Seite sein. Und es wäre tatsächlich auch möglich, dass er oder sie in der kommenden Zeit hier einfach mal sagt, weißt du was, lass uns mal irgendwie wegfahren, lass uns mal was unternehmen. Ne? Weil hier, siehst du, du redest darüber, du fühlst dich ungeliebt. Aber ich kann dir sagen, dir wird klar, dass das, ach Gott sei, weißt du, hier ist göttliches Timing, hier habe ich das doch schon für dich. Ne? Das Leben hat doch hier schon was für dich auf Tasche. Aber eine Traurigkeit schwingt mit, weil du merkst, hier liebt mich doch jemand gar nicht. Und oh, meine Fresse, und du hast hier jemanden irgendwie ganz schön dolle geliebt, du. Deswegen gehst du hier ganz traurig. Enttäuschung, ne? Enttäuschung, aber gleichzeitig das Karma für dich. Auf einmal kommt alles wieder in den Fluss. Dein Leben kommt wieder in den Flow mit einer Liebe auf Tasche. Ich habe noch nicht angefangen zu mischen. Mit einer Liebe auf Tasche. Ne? Guck mal. Du hast das Ass der Erde, du hast die Zwei der Erde. Du triffst hier eine Entscheidung. Ja, auch berufliche Projekte, da kannst du dich jetzt frei entfalten, da geht etwas voran. Also du richtest den Fokus hier auch mehr auf berufliche Dinge. Und jetzt wollte ich noch mal auf diesen König, auf diese Königin schauen. Ja, dir wird halt immer mehr klar, dass du es mit jemandem zu tun hast, er oder sie entzieht sich der Verantwortung. So, meine Lieben, jetzt musste ich kurz anhalten. Ach, schon wieder die Post. Vielleicht bekommst du Post, mein Engel. Ja, aber es ist halt wirklich eine Situation. Ach Mann, also ich verstehe deine Traurigkeit. Schweren Herzens gehst du hier. Es ist halt jemand, der sich immer wieder hier wegschleicht. Ja, berufliche Projekte laufen, Freunde sind für dich jetzt da, ja, weil hier jemand scheinbar die Liebe nicht erwidert. Du weißt aber für dich jetzt in der kommenden Zeit immer mehr, auf was du bauen möchtest. Und ich sagte, hier ist trotzdem irgendwie was Richtiges unterwegs schon für dich, mein Engel. Aber da lass uns einfach mal später reinschauen. Unterm Kartendeck habe ich hier das Ego. Das Ego. Tja, hier ist irgendwie jemand egoistisch. Vielleicht solltest du das auch sein. Hier hat jemand zu stark den Fokus auf Kohle und hat angstbasierte negative Gedanken. Schau mal, was du damit für dich selbst anfangen kannst. Ja? Die wollten aber gleich hier.
Der Seelenpartner, der Neuanfang und bleib dir selbst treu. Ich fasse es nicht. Ich sag ja, hier unten hat man noch was auf Tasche. Ne? Irgendwas kommt hier. Und hier ist ein Seelenpartner, mein Engel, der ist im Geiste bereits schon bei dir und will hier einen Neuanfang mit dir. Aber es wird wichtig sein, dass du dir selbst treu bleibst. Ganz großes Kino hier für euch. Ja, merkt euch das für die kommenden 14 Tage. Bleibt euch echt selbst treu, obwohl ihr Feuerzeichen das ja normalerweise ja könnt. Ne? Also ihr seid hier schon stolz und ihr lasst euch hier nicht irgendwie runterziehen in dem Sinne. Aber hier hat es jemand geschafft, euch irgendwie runterzuziehen. Aber rechnet in den kommenden 14 Tagen damit, dass hier irgendein Typ irgendeine Kirsche aufkreuzt und einen Neuanfang möchte. Und hier wird es wichtig sein, dass du ins Ego gehst. Dass du ins Ego gehst und dir selbst treu bleibst. Warum auch immer. Und auch hier gibt es wieder ein Geheimnis, das sich enthüllen wird. Ich bin gespannt. Meine Lieben, ich schaue jetzt noch mal auf das Geheimnis. Kommt. Kriege ich da noch eine Message? Worum geht es in diesem Geheimnis? Kriege ich da eine spezielle Botschaft? Boah, die Sechs des Feuers, mein Engel. Sieg, das ist die Siegeskarte. Egal, was hier kommt, du darfst auf Sieg setzen. Ich habe hier eine öffentliche Anerkennung und eine Belohnung für dich. Ich sag doch, irgendwie schlägt hier das Karma für euch zu. Hier kommen gute Nachrichten auf dich zu. Du darfst auf Sieg setzen, egal was du machst, mein Herz. Und eine Belohnung ist hier auf Tasche und mach dich auf was gefasst. Und hier noch einmal, irgendwie machst du Urlaub, du wirst dir Zeit nehmen, dich ein bisschen auszuruhen. Und hier ist auch eine Entscheidung, die du nicht so schnell fällen kannst. Aber meditiere hier mal eine Runde, damit du Antworten erhältst. Für euch Feuerzeichen könnte das auch wichtig sein, mal ein bisschen zu meditieren. Ja, ein bisschen zur Ruhe zu kommen, gerade was hier jetzt passiert. Hier, die kommenden 14 Tage sind ja hier vollgepackt mit Energien. Das ist ja gefühlt ein Auf und Ab, aber es ist ja richtig, was richtig Geiles für dich auf dem Weg. Du darfst auf Sieg setzen. So! Meine lieben Feuerzeichen, wenn euch das gefallen hat und generell meine lieben Zuschauer, wenn euch das gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr meinen Kanal kostenlos abonnieren würdet. Aktiviert das Glocke, so verpasst ihr keines meiner Readings mehr. Ich hab euch lieb. Ciao.